So, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Endstand vor 7.234 Zuschauern 18:26. Ich begrüße den Gästetrainer Lubomir Vranjes und bitte ihn um sein Statement. Ja, guten Abend. 18 Tore, das hört sich weniger an. Es ist weniger in einem Spiel. Ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute Abwehr heute gespielt und dass wir auch einen überragenden Torwart, den Matthias Anders, schon heute gehabt haben. Wir haben in der ersten Halbzeit, finde ich, gut angefangen. Danach hat, muss ich sagen, Erlangen richtig gute Abwehr gespielt auch. Und das war eng. Wir waren ein bisschen, finde ich, langsamer in unsere Füße. Aber bis zum Halbzeit war die Führung 2 Tore und das war, konnte auch unentschieden sein, aber wir waren natürlich zufrieden, mit 2 Toren in die Kabine zu gehen. Danach haben wir ein bisschen gesprochen und wir kamen auch mit einer anderen Kraft raus von der Kabine in die zweite Halbzeit und hat das Spiel ganze zweite Halbzeit kontrolliert. Und es gibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, sondern schön, dass wir nach Hause fahren können mit 2 Punkten. Es ist nicht selbstverständlich. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg in den letzten Spielen. Und ja, schön, dass so viele Zuschauer hier waren. Das war echt toll. Dankeschön. Dankeschön. Robert, deine Einschätzung. Ja, Glückwunsch an Flensburg und Jubu natürlich. Ja, ich bin eigentlich auch ein bisschen zufrieden mit meiner Mannschaft. Vor allem erste Halbzeit mit Abwehr. Nur 12 Tore gegen Flensburg. Wir haben ein bisschen Probleme gekriegt, wenn man nicht wechseln konnte. Mussten im 5-1 spielen, das hat nicht so gut geklappt. Aber 6 gegen 6, finde ich, machen wir das sehr gut. Wir haben auch ein paar hundertprozentige Chancen erster Halbzeit, dass es auch unentschieden stehen kann oder dass wir sogar führen. Und das fehlt leider ein bisschen gegen diese Top-Mannschaften. Wenn man da diese Dinge nicht reinmacht, dann wird es schwer. Aber insgesamt mit erster Halbzeit zufrieden. Zweite, wie Jobo gesagt haben, da kriegen die direkt am Anfang. Die kommen mit mehr Tempo, können diese Tempo gehen über 60 Minuten, alle Spiele. Und dann fangen wir an, ein bisschen Probleme zu kriegen. Angriff sieht man ja, 10 Tore und 8 Tore, dann ist es schwer gegen eine Top-Mannschaft, wahrscheinlich deutsche Meister zu gewinnen. Verdammt schwer. Und da machen wir auch ein paar viele Fehler zu viel. Aber auch zweite Halbzeit trotzdem 6-0. Unsere Abwehr funktioniert gut, wenn wir so stehen, wenn wir so kämpfen, voreinander spielen, ist das okay. Aber Juba hat es auch gesagt, zu viele Fehlwürfe auch gegen eine gute Flensburg-Abwehr, hervorragend Matthias Andersson heute. Und unser Überzahlspiel war auch nicht so gut heute. Da muss man effektiver spielen und das haben wir nicht genutzt. Aber insgesamt 26 Tore gegen Flensburg, super. Das war, wie Juba gesagt haben, eine gutes Spiel, fand ich. Ich habe gehofft, wir könnten länger dabei sein. Vor allem in dieser Halle mit 7.000 Zuschauern. Das war eine super Stimmung, super Kulisse. Aber Flensburg hat dieses Spiel verdient, auch in dieser Höhe gewonnen. Danke. Danke, Robert. René, wie sieht dein Fazit aus? Ja, schönen guten Abend. Natürlich auch von mir Glückwunsch an Flensburg zum verdienten Sieg. Ich denke, sie haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, warum sie da oben stehen, warum sie eventuell der nächste deutsche Meister sind. Hier in der Bundesliga, da müssen wir einfach sagen, war die Qualität von Flensburg einfach am Ende ausschlaggebend. Wir haben uns ein bisschen nervös machen lassen in der zweiten Halbzeit, aber ich denke, unter Berücksichtigung der angespannten Personalsituation mit den verletzten und angeschlagenen Spielern, die wir haben, haben wir heute ein Riesenspiel abgeliefert. Wir haben sehr, sehr lange Flensburg Parole geboten, haben sie in der ersten Halbzeit wirklich sehr stark bekämpft. Und gut, in der zweiten Halbzeit hat sich dann doch das Quäntchen mehr an Qualität, das einfach da ist, dann durchgesetzt. Trotzdem, glaube ich, haben wir den 7.000 Leuten, die heute in der Halle waren, wirklich eine tolle Show geliefert. Eine super Atmosphäre. Deswegen vielen lieben Dank an jeden, der das hier heute zum Erlebnis gemacht hat und mit uns diesen ersten Family Day gefeiert hat. Ich freue mich einfach jetzt auf Mittwoch, auf das nächste Heimspiel schon gegen Balingen und ja, wünsche der SG Flensburg alles Gute für die Meisterschaft, noch viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Vielen Dank. Danke, René. Ihre Fragen am besten an den Herrn zu meiner Linken, weil der zum Flieger muss.
wenn Fragen da sind, ansonsten kann ich gehen. Kannst du gehen. Nein, Jungs, ihr seid So, und wir machen weiter mit dem Robert. Und die erste Frage kommt von Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, ihr habt euch in beiden Halbzeiten schwer getan, ins Spiel zu kommen. In der ersten Halbzeit hat es dann funktioniert. Ihr habt ja sogar einmal geführt. In der zweiten ist genau das passiert, was du gesagt hast, Fehler bestraft. Also ihr habt ja vorne einfach zu viele Bälle verloren. Ja, wie gesagt, da steht ja auch eine gute Abwehr in Flensburg. Zusammenspiel zwischen Abwehr, Torwart ist ja hervorragend. Wir müssen sehr hart kämpfen für unsere Tore. Wir haben eigentlich nur einfache Tore durch Pavels individuelle Stärke. Einfache Tor gemacht, aber sonst müssen wir immer spielerisch versuchen und das ist schwer. Man muss einfach diese einfache Tore aus dem Rückraum von zum Beispiel Nikolink oder Teilinger oder Jonas, aber das kam sehr, sehr wenig heute und dann ist es schwer, wenn man jedes Tor herausspielen muss und das machen wir ja trotzdem mit 18 Toren, aber das wäre schöner mit ein paar einfacher auf jeden Fall. Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Robert, hast du eine Erklärung dafür? Erste Halbzeit seid ihr nicht gut reingekommen und dann zweite Halbzeit habt ihr ja eigentlich herausragend gespielt, die letzte Viertelstunde von der ersten Halbzeit und dann wieder aber ganz schlecht reingekommen und dann eigentlich fast das Spiel in dieser Anfangsphase auch verloren. Hast du eine Erklärung, wo da das Problem ist? Ich finde, erste Halbzeit kommen wir gut rein. Wir haben stehen super in der Abwehr, aber wir verschießen halt den Gegenstoß außen und also zwei gute Spielzüge mit Wurfmöglichkeiten von Nico. So, da haben wir 4-5 Chancen. Wir liegen mit 2 Tore oder 3 hinterher, aber eigentlich müssen wir mit 1-2 Tore führen. So, das ist ja die Stärke von dieser Mannschaft, dass man diese ersten 10-15 Minuten dann schafft Matthias Andersson das alleine, dieses Spiel da für Flensburg zu halten. Und dann, wie gesagt, wie Jubo gesagt hat, die kamen da mit einem anderen Tempo in zweite Halbzeit raus. Und da haben wir auch gemerkt, wie René auch gesagt hat, uns fehlt ein paar Spieler. Tömi muss durchziehen am Kreis. Und da hat man gemerkt, mit diesem Tempo wurden wir auch ein bisschen müde. Und die schaffen das durchzuziehen über 60 Minuten. Und dann kann man auch ein paar einfache Fehler zu viel. Du hast mit 8 Feldspielern durchgespielt. Hat das einen Grund, dass Isa nicht kam? Na, ich fand, Teile hat es trotzdem okay gemacht. War ein bisschen krank, verletzt. Aber ich wollte, dass er wieder in Spielrhythmus kommt. Und auch für Zukunft, dass Teile gegen solche gute Mannschaften spielen darf, muss lernen, ist vor allem wichtig. Für alle unsere 3 Rückraumspieler heute kann nur daraus lernen. Nico, Jonas, Teile. So, das ist wichtige Erfahrung für unsere Spieler, die letzten Spiele und vor allem nächste Saison. Auch mit der Gefahr, dass ihr nichts dazu sagen werdet, aber es gab viele 50-50 Entscheidungen, die sicherlich nicht spielentscheidend waren. Flensburg war vermutlich auch, hätte das Spiel auch so viel gewonnen. Aber ist es nicht auch ein bisschen deutlich heute gewesen, ein bisschen ärgerlich gewesen? Leider ja. Ich will nicht so viel drüber reden, aber was einer gepfiffen hat heute, das war mehr als über die Grenze, fand ich. Jede 50-50 Entscheidung war auf eine Seite für Flensburg so und für uns andersrum und das war viel zu viel heute. Und da macht es ja noch schwieriger für so eine Mannschaft wie uns, da überhaupt eine Chance zu haben, wenn man nicht richtig fair behandelt werden. Gibt es weitere Fragen? Noch ganz kurz zu Michael Haas. Kannst du was dazu sagen? Er hat sich ja wieder zurückgekämpft, jetzt auch gleich wieder auf dem Feld gestanden heute. Habt ihr damit gerechnet, dass das so schnell gehen kann? Ja, eigentlich von direkt Anfang der Woche. Sah sehr gut aus, da hat keine Schmerzen, konnte direkt alles mitmachen. So, ich habe schon Hoffnung gehabt, dass er ein bisschen ein paar Minuten spielen konnte heute. Jetzt war ein bisschen mehr Abwehr, aber auch 5, 6, 7 Minuten Angriff und das brauchen wir. Wir haben noch
noch zwei Spiele diese Woche. So, ich bin sehr froh, dass alles gut geklappt hat mit Michael. Super, alle Fragen gestellt. Dann sage ich vielen Dank und wir sehen uns am Mittwoch gegen den HBW Balingen-Wallstätten wieder hier in der Arena. Dankeschön, tschüss.